Ja, herzlich willkommen im Schloss Caput. Ja, wir befinden uns hier im Fliesensaal des Schlosses Caput, einem ganz besonderen Raum, der für die niederländische Wohnkultur steht, beziehungsweise auch für die Vorlieben der Brandenburger für niederländische Wohnkultur. Und dieser Fliesensaal ist eine spätere Zutat. Er wurde erst nach 1720 auf Veranlassung Friedrich Wilhelms I., des sogenannten Soldatenkönigs, hier im Festsaal installiert. Sie können sich hier über 7500 niederländische Fayencefliesen anschauen, mit ganz unterschiedlichen Motiven. Es ist alles ein bisschen strukturiert, aber nicht durchgängig. Es gibt Motivreihen, da sind besonders die Schiffe erwähnenswert. Dann natürlich Menschen, Handwerker, Musikanten, Händler und natürlich ganz viele Kinderspielfliesen. Das ist so ein bisschen unser Highlight. Reifen schlagende Kinder, Drachensteigen, Stelzenläufer. Die Fliesen kommen natürlich aus den Niederlanden, aus verschiedenen Herstellungsstätten. Utrecht, Harlingen, Rotterdam sind die Hauptproduktionsstätten gewesen. Nicht alles liegt in Holland, also einige Fliesen kommen auch aus der Provinz Utrecht und aus der Provinz Friesland. Genutzt wurde der Raum als Sommerspeisesaal. Hier ist es immer angenehm kühl und das Schloss Caput ist auch hauptsächlich ein Haus für Sommeraufenthalte gewesen. Friedrich Wilhelm I. war ein leidenschaftlicher Jäger und er nutzte das Schloss Caput für Jagdaufenthalte. Das Schloss ist natürlich viel, viel älter. Es entstand in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es wurde auch von einem Niederländer errichtet, Philipp de Kees, ein Kammerherr des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, genannt später dem großen Kurfürsten. Ab 1671 verließ Philipp de Kees das Land. Caput wurde wieder kurfürstlich und Friedrich Wilhelm schenkte es seiner zweiten Gemahlin Dorothea. Zu der Zeit gab es hier keinen Saal. Hier wohnte das Gefolge des Kurfürstenpaares bei ihren Aufenthalten in Caput. In einem Inventar wird der Raum hier als werden zwei Räume beschrieben und erst nach 1710 ist ein Saal eingerichtet worden. Da residierte hier bereits König Friedrich I., der das Schloss ebenfalls sehr prunkvoll einrichtete. Er hat veranlasst, dass hier ein Saal eingebaut wurde, deshalb verändert sich das Fußbodenniveau, es geht ein paar Stufen nach unten. Oben ist das Kreuzgratgewölbe eingebaut worden. Es gab einen Wasserspeier mit einem Wasserbecken hier im Raum, also zusätzlich nochmal so als Erfrischungsquelle. Aber die Fliesen sind, wie gesagt, erst nach 1720 hier an Decke und Wände gekommen. Ja, und für Besucher ist es immer wieder eine Überraschung, überhaupt diesen Raum zu sehen mit dieser tollen Ausstattung. Aber es ist immer wieder ein Erlebnis, den Raum zu betreten. Und Gäste im Sommer schätzen das besonders, weil hier kann man sich an heißen Tagen wirklich sehr gut erfrischen, abkühlen und halt wirklich auch eine Weile aufhalten und die wunderschönen Motive der Fliesen betrachten. Ich sage auf Wiedersehen und wir sehen uns in Caput.